Da steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die Freien Wähler. Herr Nitsche. Sehr gut. Dresden befindet sich im Krisenmodus. Die Corona-Ausbrüche bekommt die Landeshauptstadt nicht unter Kontrolle. Schulen sind geschlossen. Immer mehr. Wir warten noch aufs Bild. Vorhin hatten wir es ja auch am Anfang. Nach 45 schon ein Stück? Ja. Also erstens kann man das an den Anfang nicht, wenn es als es so. Können Sie nochmal auf den Anfang gehen? Erstens sehen Sie 15 Minuten vor. Dresden befindet sich im Krisenmodus. Die Corona-Ausbrüche bekommt die Landeshauptstadt nicht unter Kontrolle. Schulen sind geschlossen, immer mehr Unternehmen droht der Bankrott. Und in der Kulturbranche gehen die Lichter aus. Millionen an Steuergeldern. Ja, noch nicht begonnen. Ja, stopp. So, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben die Vorstellungen von einem urbanen, belebten Zentrum in Dresden. Ein urbanes, belebtes Zentrum am Ferdinandplatz. Und warum wir das uns vorstellen und wie wir das uns vorstellen, das sehen Sie jetzt gleich. Fehlen der Stadt schon heute. Dresden muss den Gürtel enger schnallen. Der Rat ist frei, sich dem einen oder dem anderen von mir skizzierten Szenario zu nähern. Nur eines wird sicherlich nicht funktionieren. Alle Wünsche erfüllen, nichts teuer werden zu lassen und gleichzeitig schuldenfrei bleiben. Doch den teuersten Wunsch, die Errichtung eines gläsernen 140 Millionen Euro teuren Verwaltungspalastes, möchte sich der Oberbürgermeister und einige Stadträte trotz fehlender Einnahmen dennoch erfüllen. Die Schuldenfreiheit der Landeshauptstadt geben Sie dafür bereitwillig auf. Wir stehen vor der Entscheidung, baut man hier ein Verwaltungszentrum für 139 Millionen oder investiert man das Geld sinnvoller in Radwege, in Fußwege, in Kindergärten, Schulen und auch in Gebäude, die die städtische Verwaltung im eigenen Bestand hat. Wir haben in Dresden viele Immobilien, die nur teilweise nutzbar sind, weil es entweder Sanierungsstau gibt oder weil es Probleme mit der Bausubstanz gibt. Wir sind der Meinung, erst Bestehendes sanieren, dann Neues bauen. Im neuen Rathaus gibt es die Möglichkeit, über 1000 Arbeitsplätze einzurichten. Ein großer Teil des neuen Rathauses wird nicht genutzt, weil er marode ist. Und für weitere Arbeitsplätze, die die Stadtverwaltung noch benötigt, kann man vernünftigerweise etwas anbieten. Dafür gibt es Alternativen. Die Drehwerk zieht demnächst aus dem World Trade Center aus. Dort werden viele Flächen frei. Uns sind die Mitarbeiter der Dresdner Verwaltung wichtig. Wir wollen, dass man in das neue Rathaus investiert, dass man dort vernünftige, moderne Arbeitsplätze schafft. Also, nicht stur am Verwaltungspalast festhalten, denn es gibt günstigere und bessere Alternativen. Doch wie lange soll das neue Rathaus noch im Dornröschenschlaf liegen? Sanierungsinvestitionen von fast 100 Millionen Euro, vom Stadtrat längst beschlossen, stauen sich seit Jahren auf. Die Bilder sprechen eigentlich eine deutliche Sprache. Man sieht, dass es viele Orte gibt im Rathaus, die immer mehr verkommen. Und für uns ist nie nachvollziehbar, dass die Stadtverwaltung plant, dieses Gebäude erst nach 2027 zu sanieren.
Gleichzeitig glauben wir, dass es ein attraktiver Standort als Begegnungsstätte für die Dresdner, Anlaufstelle für die Dresdner, für Bürgeranfragen ist, aber auch ein Standort werden kann für das touristische Leben in Dresden, dass man wieder auf den Rathausturm hoch kann, dass man eventuell die Innenhöfe oder die Seite zur Weißen Gasse kulturell, gastronomisch belebt. Eine Investition hier in diesen Rathausstandort ist für uns viel sinnhafter, zielführender, als ein neues Gebäude zu schaffen. Das ist ein Aushängeschild für die Stadt Dresden, für die Bewohner und am Ende auch ein touristisches Highlight für die Gäste unserer Stadt. 100 Meter hoch über dem Herzen der Landeshauptstadt, mit einer malerischen Aussicht auf Dresden und sein Umland und im Inneren mit einer fertigen Galerie ausgestattet, die seit 5 Jahren vergeblich auf neue Besucher wartet. Der Rathausturm prangt als Symbol für eine bisher vertane Chance über der Stadt. Ich bin ein Bürger dieser Stadt und bin riesig dankbar, dass ich auf dem Turm stehen darf vom neuen Rathaus, weil mir zum ersten Mal bewusst geworden ist, was unsere Altvorderen hier geleistet haben. Sie haben nämlich auf den Rathausturm die 16 Tugenden aufgestellt. Ich würde mir wünschen, dass wir in diesem Rathaus mal wieder zum Prinzip zurückkommen, weniger ist mehr. Und das Wort Demut steht mir da an erster Stelle. Unser Rathausmann da oben, der kann ja das Füllhorn über die Stadt nur ausgeben, wenn etwas da ist. Und insofern sind diese Sandsteinfiguren Mahnung und Verpflichtung zugleich. Ich bitte alle Stadträte, noch mal wirklich darüber nachzudenken, ob es in diesen Zeiten sinnvoll ist, etwas Neues aufzubauen, bevor man erst mal das Alte in Schuss bringt. Wir müssen in das Rathaus investieren und dort gute Arbeitsplätze für die Mitarbeiter der Dresdner Stadtverwaltung zu schaffen. Wir wollen, dass am Ferdinandplatz eine belebte Fläche entsteht. Eine Fläche, die genutzt wird für Wohnungen, für Restaurants, für einen kleinen Park. Eine Fläche, auf der Leben herrscht und kein Verwaltungsgebäude steht, wo nach 17 Uhr tote Hose ist. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis dato. Wir setzen fort in der Fraktionsrunde. Bündnis 90 Die Grünen wird das Wort gewünscht. Dann als nächstes CDU-Fraktion, Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, was hier gerade passiert von den Freien Wählern, ist alte Schlachten werden da geschlagen, um die es hier heute überhaupt nicht geht, sondern es geht hier darum, dass wir einen begonnenen Prozess, den wir haben und den wir auch brauchen, das will ich ganz deutlich sagen, Fortgang geben und nicht alles wieder von jedes Mal in Frage stellen. So kann man auch Politik nicht betreiben, meine Damen und Herren. Deswegen bleibt es dabei. Dieses Projekt ist wichtig, dieses Projekt ist richtig und für die Zukunft unserer Stadt auch unerlässlich. Deswegen sind die Gelder, die hier investiert werden, auch richtig ausgegeben. Wir müssen nur einen anderen Weg geben und dafür machen wir heute den Weg frei, indem wir der KID dieses Grundstück geben, das uns dann auch die nötigen und notwendigen Spielräume für den Haushalt, den wir gerade beschlossen haben, gibt. Und wir können hier in der Tat das neue, notwendige, ich betone es nochmal, notwendige neue Rathaus auch als ein Zeichen unserer Stadt, der Zukunftsgewandtheit unserer Stadt bauen. Das ist unter vielen Gesichtspunkten wichtig. Deswegen werden wir dieser Vorlage zustimmen und ich lade Sie herzlich ein, dasselbe zu tun. Es ist ein gutes Zeichen und ein notwendiges Zeichen für den Fortgang unserer Stadt. Vielen Dank. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Laczynski. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Letztendlich entscheiden wir eigentlich nur über die Bürgschaft für einen Kredit, mit dessen Hilfe das Verwaltungszentrum am Ferdinandplatz gebaut werden soll. Wenn ich mir allerdings die kürzlich veröffentlichten Entwürfe anschaue, komme ich nicht daran vorbei, mich auch hier inhaltlich mit deren Erscheinungsform auseinanderzusetzen. Ich habe lange überlegt,
wo ich derartige Entwürfe oder derartige Bauwerke schon mal gesehen hatte. Es kommt mir irgendwie bekannt vor und ich habe dann etwas recherchiert und konnte dann was finden. In der Presse wird bereits von Schießscharten und Bunkerbauten geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, ob die einreichenden Architekten möglicherweise mehr über die sicherheitspolitische Lage in Europa wissen, als wir hier im Stadtrat. Möglicherweise basieren diese Entwürfe auch auf der panischen Angst vor dem russischen Aggressor. Vielleicht wussten die Architekten auch nicht, dass die Landesverteidigung nicht in die kommunale Zuständigkeit fällt. Wer weiß. Wo ich mir hingegen sicher bin, egal welcher der beiden Entwürfe es am Ende wird, er schadet dem Dresdner Stadtbild nachhaltig. Denn er steht in Konkurrenz zum jetzigen Technischen Rathaus und ignoriert aber gleichzeitig dessen Formsprache vollkommen. Dresden ist eine Stadt, die reich an kulturellen und architektonischen Schätzen ist. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass gerade in der Dresdner Innenstadt immer mehr Bauwerke entstehen, bei denen Architekten so tun, als könnten sie auf der grünen Wiese planen. Dresden hat mit dem sächsischen Barock den Architekturstil einer ganzen Epoche geprägt. Es kann doch nicht unser Anspruch sein, dass wir jetzt in Dresden reihenweise Bauwerke entstehen lassen, die man in ähnlicher Form in jeder beliebigen Stadt irgendwo auf der Welt oder eben auch entlang der Atlantikküste finden kann. Mit zahlreichen Nachrichten, die ich in den vergangenen Wochen von Dresdner Bürgern zum Verwaltungszentrum erhalten habe, wurde mir klar, dass ich mit dieser Meinung nicht alleine stehe. Insofern bin ich doch sehr auf die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung gespannt, die dem Bauausschuss dann hoffentlich bald vorgelegt werden. Aber kommen wir nun zum eigentlichen Thema, der Bürgschaft. Die KID, ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 13 Millionen Euro, soll einen Kredit aufnehmen, der eine Höhe von dem rund 10-fachen Jahresumsatz hat und die Stadt soll dafür bürgen. Das ist ungefähr so, als wenn sich der frisch eingestellte Dachdeckerlehrling einen nagelneuen Ferrari finanziert und der Papa, der gleichzeitig noch Unterhalt für 4 geschiedene Frauen zu zahlen hat, dafür bürgen soll. Überhaupt ist der Weg der Verschuldung einer 100% Tochtergesellschaft der Stadt sicherlich nicht im Sinne derjenigen, die damals die vollständige Schuldenfreiheit unserer Stadt erreicht haben und vor einigen Jahren das Schuldenverbot in unsere Hauptsatzung geschrieben haben. Es ist beschämend, dass man jetzt nach Mitteln und Wegen sucht, dieses Schuldenverbot zu umgehen, um sich so auf Kosten nachfolgender Generationen in der Stadt zu verewigen. Bis heute war Dresden die einzige Großstadt in Deutschland, die schuldenfrei ist. Ein Umstand, auf den wir stolz sein konnten und durch den die Stadt Handlungsspielräume hatte, nach denen über die andere Großstädte nicht verfügen konnten. Es ist auch insofern beschämend, weil dieser Neubau absolut unnötig ist. Mit dem Wegzug von Drehberg und Enze aus dem World Trade Center stehen ab 2025 genau diese 26.000 Quadratmeter an Bürofläche leer, die im Verwaltungszentrum neu entstehen sollen. Beim ortsüblichen Mietpreis von 10 Euro wäre eine Miete von rund 3,2 Millionen Euro im Jahr zu zahlen. Das bedeutet, dass sich im Vergleich dazu der Bau des Verwaltungszentrums nach erst über 40 Jahren amortisieren würde. Kein Unternehmer würde bei derartigen Rahmenbedingungen auf die Idee kommen, in einen Neubau zu investieren. Angesichts dieser Amortisationszeit von über 40 Jahren wäre es an dieser Stelle vielleicht auch notwendig, auf das Technische Rathaus in Frankfurt-Main hinzuweisen. Das wurde 1974 für 94 Millionen D-Mark entgegen vieler Bürgerproteste gebaut und nach 30 Jahren wegen Hässlichkeit wieder abgerissen. Die Gefahr eines ähnlichen Schicksals sehe ich hier für das Verwaltungszentrum. Abschließend möchte ich mich aber ausdrücklich entschuldigen. Meine Behauptung, die ich früher tätigte, es handele sich hier um einen Verwaltungspalast, kann ich, nachdem ich den Entwürfe gesehen habe, so nicht mehr aufrechterhalten. Das Einzige, was bei diesen Entwürfen palastartig anmutet, ist der Preis. Und aus diesem Grund werden wir es ablehnen, dass die Stadtgesellschaft mit einem derart knapp bemessenen Haushalt und in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation eine solche Bürgschaft und eine derartige Verschuldung aufgelastet bekommt. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. Sehr geehrter Erster Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich kann mich noch an die letzte Rede zum Verwaltungszentrum erinnern, die hier vorne hinter mir auf der Bühne zu aufgeregten Reaktionen geführt hat. Mal sehen, ob das dann heute wieder so ist. Aber es geht heute nicht um die Fassaden, es geht im Prinzip, wie wir weiter mit diesem Verwaltungszentrum umgehen, weil die Grundbedingungen, seitdem der Stadtrat mehrheitlich diesen Beschluss gefasst hat, haben sich ja entscheidend geändert. Damals ist von der Verwaltung gesagt worden, es gäbe keine so viel zusammenhängenden Büroflächen in Dresden. Inzwischen wissen wir, es gibt diese Büroflächen, die Angebote lagen vor. Inzwischen haben wir kein Geld mehr.
Wir hatten damals, waren wir in der Hoffnung, das aus dem Haushalt von eigenem Geld finanzieren zu können. Das können wir nicht mehr. Wir müssen einen Schattenhaushalt bilden, eine Art Bad Bank. Wir haben das Konzept der offenen Büros dort hochgehalten, aber inzwischen ist das Open Space Corona- und pandemiebedingt in Verruf geraten. Ist es noch zeitgemäß für 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 1.000 Plätze zu arbeiten und dann von denen zu verlangen, dass die in einem Karussellprinzip jeden Tag an einem Arbeitsplatz sitzen? Da ist zurzeit ein Umdenken am Markt zu sehen und wir reagieren nicht drauf. Wir machen so weiter, als wenn nichts passiert wäre. Es gibt aber noch einen anderen Punkt. Das ist die völlige Intransparenz und die im Prinzip Pauschalermächtigung der Verwaltung, die in dieser Vorlage verankert ist und die niemand hier, der bis jetzt gesprochen hat, bemerkt hat. Wir haben bis heute seit mehreren Jahren keinerlei Kostentransparenz. Wir haben am 22. März 2018 beschlossen, in einem Ergänzungspunkt, bei der weiteren Entwicklung des Verwaltungsstandortes Ferdinandplatz ist auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu achten und in Folgevorlagen hinsichtlich der Kostenentwicklung anhand von Vergleichskennzeichen, Zahlen, zum Beispiel vom Baukosteninformationszentrum Deutsche Architektenkammern GmbH zu berichten. Ich kann dieser Vorlage keinerlei Information entnehmen, wie viel uns dieses Verwaltungszentrum pro Quadratmeter Nutzfläche und pro Quadratmeter Grundfläche eigentlich kostet. Insofern ist es eine vollkommene Intransparenz und ich habe selber schon Zahlen ausgerechnet, wo dann herauskam, dass die übliche Kritik an einem Totalübernehmerverfahren in der öffentlichen Hand wahr geworden ist, dass wir uns zwar für die ausgeschriebenen Leistungen Kostenstabilität erkaufen, aber mit zu hohen Kosten hereinkommen. Das heißt, es wird teurer, als wenn man im Prinzip selber baut im Hochbauamt und dann ein paar Kostensteigerungen im Prinzip sich nachweisen lässt, die durch nachgewiesene Leistung kommen, sondern die Pauschalkosten sind grundsätzlich zu hoch. Wir akzeptieren einen Mietvertrag, ohne einen Mietzins zu kennen. Wir ermächtigen die Verwaltung oder stellen in Aussicht, dass wir mit der KLD einen langfristigen Mietvertrag abschließen und ohne den Mietzins zu kennen. Wie wird denn diese Miete kalkuliert? Die KID muss einen Kredit aufnehmen, der wird verzinst. Schon wenn man mal im Prinzip jetzt den Kredit, der an Rede steht, 116 Millionen Euro, durch die Quadratmeter und durch die derzeit gängige Miete in Dresden teilt, da kommt man auf ungefähr 50 Jahre, die man braucht, um diesen Kredit unverzinst abzuzahlen. Das nächste ist im Prinzip, wir haben ja gesehen, diese Gebäude sind mittelmäßige Bürogebäude. Ein besonders innovativer Ansatz ist ihnen nicht gegeben. Sie unterscheiden sich mitnichten von anderen Bürogebäuden. Die großen wolkigen Aussichten, hier etwas besonders Innovatives zu machen, die finden nicht statt. Wir bauen ein mittelmäßiges KfW-40-Haus. Freiburg hat ein Rathaus, ein Verwaltungsgebäude gebaut, das ist das erste Plus-Energiehaus und die haben das 2013 entworfen und 2017 übergeben. Machen wir nicht, können wir nicht, aber wir bezahlen wesentlich mehr dafür, für dieses Rathaus. Deswegen werden wir als Fraktion auch dieser Entscheidung nicht zustimmen können. Es ist nicht innovativ, es ist zu teuer. Wir bekommen einen Skoda und bezahlen einen Mercedes und wollten eigentlich einen Tesla haben, etwas Innovatives, aber es kommt der Standort der 90er Jahre dabei heraus, das ist nicht zukunftsweisend. Die Alternativen wären im Prinzip eine Anmietung zu prüfen. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung, die uns vor 3 Jahren gegeben worden ist, mochte mir die Verwaltung nicht erneut ausrechnen. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit dieses Vorhabens gegenüber einer Realisierung über die KID ist nicht nachgewiesen. Insofern lehnen wir die Vorlage ab. Ich danke Ihnen. So, wird SPD das Wort gewünscht? Herr Kanewski. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt werden hier nochmal richtig große Geschütze aufgefahren. Da zeigt die AfD Bilder einer Versuchsanlage für V2-Raketen, Kraftwerk Nordwest, das war das linke Bild, was Sie da gerade noch mal ins Bild projiziert haben als Vergleich zu einem der Entwürfe
des neuen Verwaltungszentrums. Da wird Uwe Steimle nochmal bemüht, der sich, glaube ich, auf viele, ja, zumindest in Dresden in letzter Zeit, auf erfolglose Projekte draufsetzt und immer das Gegenteil von dem möchte, was eigentlich sinnvoll wäre. Da wird ein Video gezeigt, obwohl ein Stadtrat hier steht, der eigentlich sprechen könnte. Auch das hatten wir meines Erachtens in der letzten Stadtratssitzung geklärt. Wenn ich mich richtig erinnere, dann wurde dem Kollegen Aschenbach in der letzten Sitzung irgendwann der Ton abgedreht, weil er sich selber nicht zu einem Redebeitrag durchringen konnte, obwohl eine in dem Falle Tonbandaufnahme lief. Das wäre jetzt eigentlich auch eine Variante gewesen bei diesem Video. Ich meine, das haben Sie nun produziert, um es draußen dann auch publizieren zu können. Dann sprechen Sie doch hier frei und erklären uns, was Ihr Problem ist. Herr Nitsche, wissen Sie, und liebe Freie Wählerfraktion, was ich an dem, was Sie gerade eben gemacht haben, wirklich krass finde, ist, wir haben vor einem Tagesordnungspunkt über den Haushalt gesprochen. Und wenn ich das richtig sehe, haben Sie genau einen einzigen Änderungsantrag eingebracht und der hat sich mit Dynamo beschäftigt. Ich habe von Ihnen keinen Änderungsantrag gesehen, dass man mehr Geld einstellen sollte für die Sanierung des neuen Rathauses. Ich habe von Ihnen keinen Änderungsantrag gesehen, dass wir möglicherweise jetzt die Kompromisslösung, wie wir das neue Verwaltungszentrum finanzieren, in irgendeiner Art und Weise nicht gut finden. Das, was Sie hier gerade gemacht haben, ist an unlauterem Verhalten in der politischen Kommunikation wirklich nicht mehr toppbar. Vielen Dank für diesen Offenbarungseid, liebe Kollegen von den Freien Wählern. Der Einzige, der sich gerade eben inhaltlich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, und das respektiere ich, ist der Kollege Wirz. Das hat er in der letzten Auseinandersetzung zum Verwaltungszentrum auch schon gemacht. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle hier zunehmend auf eine nicht mehr kompromissfähige Situation zusteuern. Ich kann für meine SPD-Fraktion sagen, dass wir nach wie vor für den Verwaltungsneubau sind. Und wenn Sie Argumente brauchen, warum ein neues Verwaltungszentrum benötigt wird, dann fragen Sie doch einfach mal die Kolleginnen und Kollegen, die momentan im alten TLG-Gebäude auf der St. Petersburger Straße sitzen, was 2025 abgerissen werden soll. Dann fragen Sie die Kolleginnen und Kollegen, die im World Trade Center sitzen. Auch das ist in den letzten Diskussionen zum Thema Verwaltungszentrum schon mal ausgeführt worden, warum das nicht machbar ist. Der Genosse Kiesling hat einen, möchte es mal loben, hat einen Beitrag bei sich auf der Homepage gepostet, den man durchaus noch mal lesen kann zu dem Thema. Er schreibt dann sinngemäß, als Sozialist kann er diesem Projekt nicht zustimmen, weil es einfach nicht das ist, was Bürger und Verwaltung zusammenbringen wird. Ich sage mal, als Sozialist müsstest du dich dann aber auch fragen, was machen wir denn mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in schlechten Arbeitsbedingungen momentan in der Verwaltung ihr Leben darben müssen. Insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte mich Dr. Brauns anschließen. Das Verwaltungszentrum, das neue, wird dringend benötigt. Wir haben uns da auf den Weg gemacht. Wir haben im März 2018 mit 62-0-1 dieses Projekt beschlossen. Damals wussten wir auch, dass es in den wettbewerblichen Dialog geht. Damals wussten wir auch, was es für enge Grenzen gibt, wenn wir diesen Weg miteinander bestreiten. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, ob das jetzt schön ist oder nicht. Das ist nicht mein Job als Stadtrat und das ist nicht Ihr Job als Stadtrat, das zu entscheiden. Es geht darum, die Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung abzusichern und das tun wir, wenn wir uns da weiter auf den Weg machen. Deswegen wird meine Fraktion dieser Vorlage selbstverständlich zustimmen. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Jetzt hast du, bitteschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, die Diskussion um das Verwaltungszentrum ist ja schon älter. Wir haben uns dazu hier im Stadtrat oft unterhalten und auch häufiger dazu gestritten. Und wir haben als FDP dazu immer eine explizit andere Position gehabt. Wer sich noch erinnert, gab ja mal die Idee, das Technische Rathaus in der Lignerstadt in dem alten, glaube ich auch TLG-Gebäude, was dann abgerissen worden ist, einzurichten und wir hielten das damals, aus damaliger Sicht, vielleicht auch aus heutiger Sicht, für einen gangbaren Weg. Aber die Mehrheit hat dann anders entschieden. Und ich rate uns sehr dringend, zu diesen Beschlüssen auch jetzt noch zu stehen. Das ist eine Unart in dieser Stadt, übrigens bei nahezu allen wesentlichen Entscheidungen.
immer unter dem Argument, es gibt jetzt neue Erkenntnisse, alles wieder grundsätzlich in Frage zu stellen. Das führt nämlich nur zu einer Sache, dass am Ende gar nichts passiert. Siehe Königsbrücker Straße oder vielleicht auch Fernsehturm jetzt als nächstes. Man muss auch irgendwann mal Verlässlichkeit als Rat insgesamt zu den Entscheidungen des Rates haben. Anders geht das nicht, dann kommen wir niemals vorwärts. Wir können nie jedes Fass immer wieder neu aufmachen. Auch wenn ich persönlich etwas anderes hätte mir vorstellen können, tragen wir deswegen diesen Weg, auf den wir uns gemacht haben, jetzt mit. Wir kommen ansonsten in den Rat, aus dem wir nicht rauskommen, meine Damen und Herren. Deswegen sind wir dafür, deswegen unterstützen wir auch diesen Weg weiter. Natürlich, lieber Kollege Würz, muss man aktuelle Entwicklungen betrachten. Es gibt am Immobilienmarkt sehr interessante Diskussionen, auch zum Büro der Zukunft. Ich habe den Eindruck, dass der Oberbürgermeister eben ja auch mit der Grundidee, genau das Verwaltungszentrum so zu machen, wie er es macht, da eigentlich ein offenes Modell hat, was auch auf aktuelle Entwicklungen reagieren kann. Wie es am Ende genau kommt, wohin Trends gehen, wissen wir alle nie. Wir stecken mitten in der Krise und was da in 2-3 Jahren dazu kommen wird, vermag auch ich nicht zu sagen. Ich warne davor, Homeoffice als Allheilmittel für alle Lebensbereiche oder Berufsorganisationen zu sehen. Ich glaube, das ist ein Irrweg. Und gerade für die öffentliche Verwaltung und gerade auch, wenn wir sehen, wie viele Probleme auch die öffentliche Verwaltung gerade eben in etlichen Bereichen hat und wie viel da auch liegen bleibt. So, deswegen glaube ich, es ist eine Frage von Verlässlichkeit auch unseres Gremiums, den Weg jetzt auch weiterzugehen. Den Weg, den wir gehen, verfolge ich spannend und auch weil das immer wieder so negativ gesehen wird, die beiden Vorschläge und vor allem der Vorschlag, der architektonisch für das neue Verwaltungszentrum vorne an der Wand hier war, ich finde den gar nicht so schlecht. Also ich habe das Gefühl, dass das ein Potenzial hat, auch mal, darf ich das sagen, ja, großstädtische Architektur hier in dieser Stadt umzusetzen. Und wir brauchen, ich sage das immer wieder, auch Orte für anspruchsvolle, moderne Architektur. Es ist am Ende Geschmackssache natürlich, aber zumindest bei dem zweiten Entwurf, bei dem anderen sehe ich das nie ganz so, aber da sehe ich eine Idee, da ist was Neues zu erkennen, da muss man sicherlich was machen, gar keine Frage, aber das könnte eine Chance sein, auch mal anspruchsvolle, großstädtische, moderne Architektur in die Stadt zu bringen und da freue ich mich eigentlich drauf, dass das gelingen kann. Das ist auch kein toter Ort, lieber Herr Nitsche, lieber Thorsten, sondern natürlich Arbeitsplätze in der arg gebeutelten Innenstadt belebt natürlich auch die Innenstadt. Also wenn ich hier die Händler auf der Prager Straße und sowas frage, die werden sich wahrscheinlich freuen, wenn genau dort auch Arbeitsplätze entstehen für abends. Ja, das ist ein Problem, muss man drüber nachdenken. Aber insgesamt muss ich sagen, ist das auch ein Ort, der die Innenstadt beleben will. Und als allerletztes, die Arbeitsbedingungen in unserer Stadtverwaltung sind schlecht. Und die Zersiedlung auch der Arbeitsplätze und die Lingner Stadt hat auch keine Zukunft als Arbeitsplatz, das muss gelöst werden. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Projekt, dieses alte Rathaus oder das neue Rathaus zu sanieren, wirklich schneller und besser funktioniert. Ich vermute mal, es wird nicht so sein. Deswegen gehen wir den Weg weiter. Er ist konsequent, wir halten ihn auch für gut. Danke. So, weitere Wortmeldung. Herr Kiesling, Herr Löser, Herr Nitsche, Herr Würz. Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Richard Kaniewski schon auf meiner Homepage liest und das hier erwähnt, dann freue ich mich darüber natürlich. Er hat das Sinngemäße auch wiedergegeben, allerdings hat er nur die Hälfte des Sinnes wiedergegeben. Denn was mich eigentlich umtreibt, ist doch folgende Frage. Wir bauen an dieser Stelle ein neues städtisches Gebäude, sozusagen in einer Dimension, die dem bisherigen Rathaus entspricht und die vermutlich in ihrer prägenden Wirkung auch dem bisherigen Rathaus entsprechen wird. Das heißt, wir schaffen dort ein Werk, was uns selbst bei Weitem überleben wird, was immer noch dastehen wird und wo unsere Kinder, unsere Enkel drauf schauen und fragen, ist das denn ein spannendes, interessantes Gebäude? Was ist aber heute spannend und interessant? Das treibt mich um. Und wenn man sich das Rathaus jetzt anguckt, dann hat es eine Eigenschaft, die mich ärgert, nämlich nach Dienstschluss ist dieses Rathaus zu, man braucht einen Zweck, um es zu betreten. Das heißt, aus der Chance, einen öffentlichen Raum zu gestalten, wo es sich immer lohnt, hinzugehen,
wird ein Bürogebäude mit den primären Eigenschaften Bürogebäude und nichts dazu. Und das, was ich mir gewünscht hätte, und das habe ich dann so geschrieben, diese Agora wird dann beschrieben als Ort der Begegnung zwischen Menschen und Verwaltung, zwischen Bürgerinnen und Verwaltung. Bürgerinnen können die Obrigkeit besuchen und da soll es dann wenigstens noch ein bisschen hübsch sein. So lese ich das. Und auf dieser Bürgerbefragung ist nichts zu sehen von dieser Agora. Man sieht nur außen. Für die Menschen in dieser Stadt wird das also ein Gebäude sein, was man von außen sieht, außer man hat den Grund hineinzugehen, den Grund zur Verwaltung zu gehen. Das heißt, es wird für mich kein öffentlicher Ort sein, kein Ort, wo ich eigentlich gern hingehe, wo ich jederzeit hingehe, wo ich meine Freizeit verbringen kann. Und aus meiner Sicht wäre das an dieser Stelle, mitten im Herzen der Stadt, wäre das ein wegweisendes Element. Das wäre Modernität unserer Zeit heute, nämlich auf die Frage, wem gehört die Stadt, zu antworten den Menschen, die hier wohnen und die sie an jeder Stelle nutzen können sollen. Das ist mir zu kurz gesprungen, was dort steht. Deswegen bin ich dagegen. Als nächster Redner Herr Löser, dann Herr Nitsche. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lieber Thilo, ich habe deinen Blog auch gelesen mit Interesse, fand es gut, dass du das begründest, deine Meinung. Ich will dir aber mal sagen, momentan ist das ein Parkplatz. Ja, wo ist denn da die Begegnung? Gibt es eine öffentliche Nutzung, weil man da parken kann und da kann man sich mit seinem Nachbarparkenden dann unterhalten, klar, ne? Und will auch nochmal sagen, ich finde, du malst das wirklich zu schlecht und zu schwarz, wie einige hier. Und wenn man sich das Bild angeschaut hat von dem einen Entwurf und wenn man auch weiß, und du hast ja auch ein Mitglied in deiner Fraktion in der Jury, der könnte dir ja berichten, worum es geht bei den ganzen Sitzungen, da geht es ganz viel darum, dass das eben ein Gebäude ist, was öffentlich zugänglich ist. Und einer Entwurf macht das ja auch, wie ich finde, sehr gut deutlich, indem nämlich diese Agora, und das ist das, was man vom Ferdinandplatz sieht, eine Öffnung schafft, die ich sehr interessant und wohltuend finde, ganz ähnlich übrigens in der Architektursprache dem Kulturpalast, das müsste den Linken eigentlich gefallen. Und dieser Platz ist der öffentliche Platz und es ist auch vorgesehen, dass man dort natürlich sich aufhalten kann. Und es ist immer so, man braucht einen Grund, um in ein Gebäude zu gehen. Und das soll ja nun auch genau dafür gebaut werden, dass man diesen Grund auch findet. Jetzt nochmal ganz allgemein, das ist eine sehr langfristige Entscheidung mit weitreichender Bedeutung. Und lieber Herr Nitsche, wir haben gar nichts dagegen, dass natürlich auch das alte oder besser gesagt das neue Rathaus, so heißt es ja eigentlich, saniert werden muss. Und diese Sanierung muss auch kommen. Und das ist für Dresden tatsächlich keine gute Situation, dass der Rathausturm noch immer nicht zu betreten ist. Aber es war doch kein Hobby des OB oder des Herrn Lames, der da nachts mal irgendwie aufgewacht ist und gesagt hat, hups, ich brauche irgendwie mal einen neuen Einfall, sondern es ist doch durchgerechnet, warum man dieses Verwaltungsgebäude braucht. Und ich will diese Punkte schon nochmal nennen, inhaltlich. Es geht hier darum, 1000 Mitarbeiter zusammenzulegen, zu zentralisieren. Es ist genannt worden, wie vereinzelt die Standorte sind und auch in welchem Zustand sie sich befinden. Es sollen zwei Geschäftsbereiche zusammengelegt werden, dazu das Amt für Wirtschaftsförderung und das Fundbüro. Es geht um kurze Wege und um eine neue digitale Arbeitswelt. Und da sehe ich schon eher Chancen, auch hinsichtlich der Frage, wie man vor dem Hintergrund so einer Pandemie dort arbeitet. Dann kann man nämlich in diesem Gebäude auch darauf reagieren. Und, das muss man mal ganz klar sagen, ich finde persönlich, es gibt, meine Meinung, überhaupt keinen besseren Standort für so ein technisches Rathaus als neben dem alten Rathaus. Momentan, wie gesagt, ist es ein Parkplatz. Ich finde es eine gute Entscheidung, diesen Bau an die KID auszulagern. Und ich verstehe allerdings auch ein Stück weit diejenigen, die sagen, wir haben eine andere Situation in dieser Corona-Zeit. Aber auch da sehe ich es wie Herr Zastrow. Ich plädiere da für Verlässlichkeit auch lange Linien des Rates. Ich will noch mal sagen, es war damals eine einstimmige Entscheidung des Stadtrates. Und jetzt macht sich nach und nach AfD, Freie Wähler und jetzt auch leider die Linken hier vom Acker. Und es ist interessant zu verfolgen, diese Online-Umfrage der Stadt, die ja momentan geschaltet ist, wo man so ein bisschen Gefühl dafür wahrscheinlich kriegen kann, wie die Bürger das sehen. Und am Ende wird die Jury, und da sitzen hier von jeder Fraktion Leute drin, darüber entscheiden und auch beraten. Und da sage ich auch nochmal, Stichwort Übernahme von Verantwortung. Vorhin ist es gefallen in der Haushaltsdebatte. Ich sehe schon, dass wir hier auch ein Stück weit in der Verantwortung unserer eigenen Beschlüsse stehen. Und dann nochmal an diejenigen, die die ganze Zeit die Gestaltung bemängeln. Ich sage auch, ich hätte mir gewünscht, wir hätten mehr Auswahlmöglichkeiten, aber es ist jetzt so, wie es ist. Und ich will auch nochmal sagen, die erheblich die Gestaltungsmöglichkeiten ständig einschränken durch Anträge in diesen Jurys und auch im Stadtrat, das sind dann die, die die fehlende Gestaltung am Ende bemängeln. Die, die immer das als protzigen Palast charakterisieren,
die bemängeln danach den Einfallsreichtum oder eben Nichtreichtum der Architektur. Ich sehe das wirklich sehr auseinanderklaffen. Ich will diese beiden Entwürfe jetzt hier nicht beurteilen, auch nicht über den grünen Klee loben. Aber ich denke, das ist ein Thema für die Jury. Dort sollten wir reden. Und da sitzen auch die Stadträte hier drin, die sich zu diesem Thema hier auch geäußert haben. Ich glaube, wir sollten konstruktiv am Thema bleiben und es nicht destruktiv zerreden. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Nitsche und dann Herr Würz. Meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, Verzeihung, erst als Zweiter angesprochen. Ich möchte mit einem Zitat beginnen. Der Dresdner Stadtrat hat einstimmig grünes Licht für eine Bebauung des Ferdinandplatz gegeben. Ziel ist es, mit der geplanten Bebauung unter anderem durch die städtische Wohnungsgesellschaft die zentral gelegene Fläche direkt in der Innenstadt mit qualitätsvoller innerstädtischer Wohnbebauung, Geschäften, Restaurants und großzügigem Grün zu versehen und einen ansprechenden Innenstadteingang zu schaffen. So, meine Damen und Herren, könnte es nächstes Jahr im Neuen Deutschland, in der Taz, in der Süddeutschen Zeitung, in der FAZ oder in der Welt stehen. Dazu müsste man heute nicht mal irgendwas groß beschließen, sondern wir müssen nur uns entscheiden, den Antrag des Oberbürgermeisters in die Ausschüsse zurückzuverweisen. Das würde ich hiermit beantragen. Das, was wir wollen und was auch Teile des Stadtrates wollen, das ist für diesen wichtigen Platz im Zentrum eine andere Lösung. Eine andere Lösung ist jetzt mehrfach schon angesprochen worden. Wir wollen keine Lösung, bei der man sich finanziell verhebt, bei der man 116 Millionen Euro neue Schulden aufnimmt. Und so viel zu der Verlässlichkeit, von wegen man stellt immer alte Beschlüsse in Frage. Wir haben jetzt einen Antrag vorliegen, in dem der Oberbürgermeister seinen oder den alten Beschluss des Stadtrates in Frage stellt und die Finanzierung auf komplett andere Beine stellt. Der Antrag, das alles zu ändern, kommt nicht von uns jetzt in diesem Fall, der kommt vom Oberbürgermeister. Ich möchte Frau Frohwieser zitieren, er hat vorhin gesagt, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, Corona fordert uns in unbekannter Art heraus. Genauso ist es. Corona fordert uns in unbekannter Art heraus und genau weil diese Herausforderung entstanden ist, haben wir jetzt einen komplett neuen Fall. Wir haben nämlich eine Krise bei den Einnahmen. Und wenn wir eine Krise bei den Einnahmen haben, müssen wir über die Ausgaben nachdenken. Und wenn wir über die Ausgaben nachdenken wollen, können wir natürlich auch über solch eine große Ausgabe nachdenken. Wir hatten vor einem knappen Jahr den Antrag bezüglich eines Moratoriums gestellt und haben in einer Nachfrage diesbezüglich vom Oberbürgermeister eine Antwort bekommen, was für Möglichkeiten es denn gäbe, diese Bebauung aufzuschieben bzw. zu stoppen. Und da hat er gesagt, dass das Verfahren nur dann aufgehoben werden kann, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Und wir sehen in den Einnahmeverlusten, die wir durch die Krise infolge von Corona haben, wichtigen Grund. Ich möchte den Oberbürgermeister zitieren. Davon zu trennen ist die Frage der Rechtmäßigkeit der Aufhebung. Voraussetzung ist, dass nur nachträgliche, nicht vorhersehbare Umstände oder solche anfänglichen Umstände, die der öffentliche Auftraggeber im Zeitpunkt der Einleitung des Vergabeverfahrens auch bei pflichtgemäßer Sorgfalt nicht hätte erkennen können, vorliegen. Und genau das liegt vor. Keiner hat vor einem Jahr gewusst, dass uns solch eine Einnahmekrise ereilen wird. Und genau aus dem Grund möchten wir nicht, dass die Landeshauptstadt mit diesem Filetstück, wir haben es vorhin noch mal in den Luftaufnahmen gesehen, derartig umgeht, dass dort jetzt dieses Gebäude hingesetzt wird mit einer mehr oder weniger fadenscheinigen, Herr Würz hat es vorhin noch mal gesagt, Schattenhaushaltfinanzierung. Herr Kaniewski, kurze Antwort. Wir stellen realistische Anträge. Ich beantrage die Zurückverweisung in den Ausschuss. Das ist etwas, da können Sie zustimmen, da brauchen Sie sich nicht immer verbiegen. Herr Würz, für Sie noch, Ihnen vielen Dank für Ihren guten Beitrag. Ich weiß, dass Sie immer detailgetreu und das wesentlich besser als zum Beispiel ich, das könnte argumentieren. Deswegen konnte ich mir sozusagen diese Teile im ersten Teil meiner Rede hier sparen. Und Herr Löser, für Sie noch folgende Anmerkung. Sie haben gesagt, wir haben aufgezählt, was alles wichtig ist, was alles an dem neuen Standort vorhanden sein muss. Sie haben sozusagen das Anforderungsprofil genannt. Genau das
haben wir am derzeitigen Drehwerkstandort. Das war eine Beschreibung des Teiles des World Trade Center. Und wir zahlen dort Miete, die geringer ist als die Belastung, die bei einer Finanzierung dieses Bauvorhabens entsteht. Wir haben dann zusätzlich noch die Fläche, die wir am Ferdinandplatz haben. Diese Fläche können wir sinnvoll nutzen. Diese Fläche können wir genauso nutzen, wie ich das vorhin genannt habe, mit einem einladenden Innenstadteingang, mit einer Wohnbebauung, gerne auch durch die WED. Ich weiß, dass es hier große Vorbehalte gegen die WED gibt. Es gibt immer zu wenig Flächen und die WED hat kein Geld. Aber wir haben dort eine 1A-Fläche in der Innenstadt, die für Wohnbebauung geeignet ist. Muss man nicht vollumfänglich machen auf dieser Fläche. Ein bisschen Park, ein bisschen Grün und ein paar Geschäfte, auch so etwas, diese Annex-Tätigkeiten, auch das kann die WED alles machen. Wenn wir den Mut haben und jetzt sagen, wir verweisen es nochmal in die Ausschüsse zurück und nehmen uns nochmal Zeit und überlegen nochmal. Vielen Dank. So, jetzt, Herr Würzel, dann hoffe ich, können wir zur Abstimmung kommen, denn alles, was Sie erzählen, haben wir schon dreimal in Runden hier vordebattiert. Ja, Herr Oberbürgermeister, da komme ich gleich noch zu einem neuen Aspekt. Nämlich, ich hatte vorhin schon über die Intransparenz dieser Vorlage gesprochen und wir haben ja vor 2 Stunden beginnt hier um den Haushalt gerungen und auch in den Haushaltsverhandlungen geht es teilweise um ganz, wenn man sagen, verhältnismäßig geringe Beträge. Da geht es mal um 10, 20, um 100.000 Euro. Ich hoffe, diejenigen, die jetzt dieser Vorlage zustimmen möchten, Ihnen ist bewusst, dass Sie gerade eine Budgeterhöhung um 2,4 Millionen zustimmen. In dieser Vorlage wird das Budget vom Verwaltungsstandort Ferdinandplatz von 139 Millionen auf 141.400 erhöht. Hier werden im Prinzip Haushaltsmittel umgelenkt vom alten neuen Rathaus von der Sanierung 600.000 Euro, Schloss Schönfeld 300.000 Euro, und Gebäudemanagement Asyl eine Position 925.000 Euro und eine 575.000 Euro. Wir erhöhen jetzt um 2,4 Millionen Euro das sogenannte Festpreisbudget des neuen Rathauses. Ich hoffe, es ist Ihnen bewusst gewesen, aber Sie stimmen zu, weil Sie das Rathaus halt wollen. Wir werden das aber nicht durchgehen lassen. Wir erwarten im Prinzip in Zukunft, dass die Beschlüsse des Stadtrates umgesetzt werden und wir auch mal eine Aufstellung bekommen, was die vergleichbaren Baukosten auf Nutzungseinheiten, auf Flächenäquivalente bekommt, dass man hier mal überhaupt ein Gefühl bekommt, was uns das eigentlich wirklich kostet. Die Architektur ist heute kein Thema, die soll später Thema werden. Im Prinzip ist es so, ist es gesagt worden, wir hätten im Prinzip auch mit zugestimmt, es hätte ein einstimmiges Votum gegeben und das ist halt die Problematik, dass damals eben nicht bekannt war, dass die Drehwerk aus dem WTC auszieht. Es war gesagt worden, dass wir binnen Kurzem ausziehen müssen aus der Grunauer Straße, aus der St. Petersburger Straße. Da waren Containerlösungen im Prinzip geplant, ist alles nicht gekommen. Das heißt, wenn die Vorbedingungen so nicht führen, dann können wir uns auch anders entscheiden. Zumal auch, im Prinzip, wie gesagt, die kalkulierte Miete nicht vorliegt und wir hier nicht die Katze im Sack kaufen wollen. Wie gesagt, auch die, wie man sagen, der Innovationsgehalt dieses Gebäudes, es ist eben kein CO2-neutraler Tesla, sondern es ist im Prinzip ein Skoda, ein ganz herkömmliches Bürogebäude, KfW-40, das baut heute jeder. Freiburg hat es anders gemacht und es ist nicht das, was an diesem Standort eigentlich als Visitenkarte Dresdens geeignet ist. Vielen Dank. So, damit wird die Rednerliste abgearbeitet. Wir kommen zur Abstimmung. Da ist zunächst beantragt Rücküberweisung in den federführenden Ausschuss. Wer diesem stattgeben will, der müsste sich jetzt melden. Gegenprobe. Das ist die große Mehrheit. Damit hat es keine entsprechende Mehrheit gefunden. Wir kommen damit zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Zeichen. Herr Oberbürgermeister, ich hatte mich gemeldet. In der Abstimmung geht nicht. Wir sind jetzt in der Abstimmung. Gegenstimmen?
und Stimmenthaltung. Einundvierzig Ja-Stimmen, 27 Nein, eine Enthaltung, dann so beschlossen. So, jetzt Herr Nitsche. Herr Oberbürgermeister, ich hatte beantragt, dass in den Ausschuss zurücküberwiesen worden ist. Aufgrund der Nichtüberweisung hatte ich mich anschließend gemeldet mit einem Geschäftsordnungsantrag, in dem ich eine namentliche Abstimmung beantragen wollte. Diese namentliche Abstimmung konnte ich erst dann beantragen, nachdem der Antrag auf Zurücküberweisung in die Ausschüsse abgelehnt worden ist. Denn wenn der Antrag auf Zurücküberweisung in die Ausschüsse angenommen worden wäre, wäre eine namentliche Abstimmung im Anschluss nicht notwendig gewesen. Deswegen bitte ich jetzt um eine namentliche Abstimmung, also eine erneute Abstimmung mit Wiederholung der Zählung. So, dann verlängern wir ein bisschen. Wir haben ja keine Corona-Zeit, ist alles nicht wichtig. Eindeutige Voten, aber wir wiederholen das gerne nochmal. Ich darf jetzt aufrufen für die federführenden Ausschussbericht, wer dem seine Zustimmung geben möchte. Und bitte jetzt entsprechend um Aufruf der einzelnen Stadträtinnen und Stadträte für die Abstimmung. Hallo? Okay, super. Frau Arnert? Frau Apel? Herr Aschenbach? Frau Barkow? Frau Bischofberger? Herr Blödner? Herr Böhm? Herr Braun? Herr Dr. Brauns? Herr Breuer? Frau Kaspari, Herr Kolditz, Frau Dagen, Herr Dr. Deppe, Herr Dietze, Herr Dreves, Herr Engel, Frau Filius-Jene, Herr Fischer, Herr Flemming, ist nicht da, okay, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Genschmer, Herr Gilke, Herr Göhler, Frau Kraul, Herr Hannig, Frau Hanser, Herr Hase, Herr Hecht, Frau Holowenko, Herr Kaden, Herr Kaniewski, Herr Kiesling, Frau Krause, Herr Krüger. Herr Laczynski, Leo Lenz, Herr Lichti, Herr Lommel, Herr Löser, Herr Maloney, Frau Marschner, Herr Mattes, Frau Mühle, Herr Mattes? Nein. Frau Mühle, Herr Müller, Frau Nikolov, Herr Nitsche, Frau Dr. Osiander, Herr Pinkert, Herr Rentsch, Frau Scharnetzky, Frau Schewe, Herr Schlick, Herr Schmählich, Herr Schmidt, Herr Scholbach, Frau Dr. Schöps, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Herr Dr. Schulte-Wissermann nochmal? Ja. Frau Siebeneicher? Frau Sturm? Herr Vetterlein? Frau Dr. Vogel?
Frau Wagner? Frau Walter? Enthaltung. Frau Wendt? Herr Wiedemann? Herr Wirz? Herr Zastrow? Und Herr Hilbert? Ja. So, das Ergebnis lautet 40 Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung. Damit bleibt es eindeutig beschlossen. Wir setzen in der Tagesordnung fort mit Tagesordnungspunkt 14.